So, und hier können wir Ihnen jetzt das erste Mal auch berichten, dass wir unterwegs beeinflusst wurden. Und das können Sie sich ganz eindeutig anhören. Und zwar von Statements im Palmgarten und zwar dieses Statements vom Bürgeramt, wo ich die da so gelobt habe. Da hat man mich beeinflusst unterwegs. Wenn Sie da hören, dann muss ich zu meiner Frau nochmal sagen. Ja, das muss man auch mal sagen. Denn meine Frau hatte man nicht beeinflusst oder konnte man irgendwie nicht beeinflussen. Sie wollte schon was dagegen sagen und schüttelte sich um den Kopf. Und das war nämlich auch so, weil keinerlei Unterstützung, man hängt da voll drin, ne? So, und wir waren dann noch mal dreimal da. Und da hat man die Vorankündigung gekriegt, von denen wir vorher nichts wussten. Und dann war es total voll. Und als wir da waren, war keiner da, ne? So, und man hat da aufgepasst, dass wir da nicht nochmal hinkommen. Wir haben auch falsche Auskunft bekommen. Man war absichtlich frech und wollte provozieren, ne? Zum Beispiel hatte ich an dem Tag mein Portemonnaie vergessen mit Ausweis. Und meine Frau hatte nur einen Ausweis mit. Und dann wurde ich gemaßregelt. Warum ich den Ausweis? Das muss man sich mal vorstellen. Weil ich gesagt habe, ich habe mein Portemonnaie vergessen, da ist er drin. Sofort wurde ich gemaßregelt. Also, es ist unglaublich. Aber wie wir sind, haben wir uns dann noch sehr höflich bedankt, und dass es alles sehr gut war da. Ne? So, wir haben absichtlich da keinerlei Bestätigung gekriegt. Und haben nur so einen länglichen Zettel gekriegt, so was drauf stand mit Liegenschaftsgericht Rostock, ne? So, da möchte ich nochmal sagen, da habe ich alles übernommen. Sie halten sich da total raus, ne, Nadi? Bis jetzt wird in Mecklenburg-Vorpommern weiter Grundstückskarten und so von unserem riesigen Vermögen vernichtet. So, ich muss jetzt mal ein bisschen hin und her gucken. Wir haben nämlich jetzt Fußgängergrün. So, und jetzt bin ich ein bisschen weggekommen, ja. Also hängen voll damit drin, haben voll mitgemacht, wussten genau, was dabei rauskommt. Weil es ist ja nicht das erste Mal gewesen. Meine Frau war schon mit den netten Polizisten da, ne? Ja. Die wir leider namentlich falsch anfangen in einem Schreiben. Deswegen möchte ich die Namen nicht sagen. So, jedenfalls waren wir 2008 fast da, ne? So, man tut auf unschuldig und nicht, und es kann sogar sein, dass man sonst noch damit gar nichts zu tun hat. Weil dieser Schriebs, der nützt uns gar nichts. So, und dann hat der angebliche Chef oder was er war, dann noch was ausgefüllt, nur für sich. Und ich dachte noch, das ist für uns, ne? Wollen wir hier gleich lang, Nadi? Es ist unglaublich, und dann ist er wieder gegangen. Das ist unglaublich, natürlich. Wir bleiben da total höflich, weil, warum denn? Ich krieg doch alle. Wirklich, auch vor 10 Jahren hätte ich das gewusst. Oh, jetzt bleiben wir natürlich gerade hier stehen. Na gut, hätte ich das gewusst, mit Bärsch und so hätten wir das auch anders gemacht, ne? Und ich habe doch gleich gedacht, ich kriege ihn, ne? Auch wie sie uns denn noch angegriffen haben und geschlagen haben, ne? Das ist doch nicht normal, weil das braucht man in Deutschland nicht. Man verklagt sie ja schön. Und das sind Dinge alles. Sie müssen sich diese Typen mal angucken. Weil das ist so, durch diese sehr, sehr wahrscheinliche Drogensucht ist denn alles weg. Man erkennt nicht mehr, wenn der bessere Mann kommt oder die bessere Frau. Und dann der Arrogantus Dummus. Und dann denkt man, man ist der Größte, wenn man Beamter ist. Und sowas mag ich gar nicht. Und dann sind wir mal gleich gegangen. So, und die haben uns dann immer ja nicht mehr weggelassen. Solange wir Geld haben, wir sind dann umgedreht und wieder gegangen. Dann haben sie einfach nicht mehr weggelassen. Dann mussten wir Blanko unterschreiben und sie möchte auch nochmal erinnern. So. Und in allen Behörden, auch das können wir wieder zurücknehmen, auch da wurden wir dann beeinflusst. Ne? In allen Behörden hat man Narkotika gegen uns eingesetzt. In allen Behörden, auch hier in Frankfurt, in Schwerin und Rostock sowieso. Ne? In Bonn auch. Es ist unglaublich. Selbstverständlich natürlich auch in der Polizei und der Polizeireviere. Auch das hat man uns ausgeredet. Das ist das Problem. Man ist immer wieder an uns dran. Tut mir leid, aber genauso ist es und genauso sollten wir es sagen. Ja, wir sind nicht reingekommen ins Internet. Wir haben natürlich auch mit den Sachen, mit der Familie von meiner Frau, haben natürlich auch ein bisschen dran zu knapsen, der Nadi. Und dann überlegt man wieder alles, was war, was nicht ist. Und man erfährt ja auch so einiges. Und wir sehen ja auch, dass hier gar nichts ist. So, das sollte jedem